Ja, auch von meiner Seite, es war ein spannender Abend und ich muss sagen, für einen Grünen ist das ja, vermuten dann viele, eher eine Strafaufgabe, wenn man in die Sicherheitspolitische Kommission abdelegiert wird. Allerdings muss ich sagen, nachdem ich gemerkt habe, dass Corinna Eichenberger es ernst meint, dass eben die Sicherheitspolitische Kommission nicht nur Armeekommission ist, sondern wirklich Sicherheitspolitische Kommission in einem umfassenden Sinne, habe ich bereits spannende Sitzungen erleben dürfen. Also in dem Sinne wirklich herzlichen Dank auch dir, dass du diesen Blick etwas geöffnet hast. Ich denke, was mir manchmal schwerfällt, den Blick auf das Traditionelle zu öffnen, das fällt dann anderen schwerer in diesem Bereich. Man hat gesagt, Cyber ist halt so kompliziert, da unsichtbar. Ich finde, es ist eigentlich relativ simpel. Es ist Infrastruktur. Infrastruktur ist immer das, was man nicht wahrnimmt, weil es aus dem Hahnen kommt, weil es aus dem Stecker kommt, weil man einfach drauf fahren kann, weil es fährt. Es ist Infrastruktur. Und Infrastruktur muss man anders denken als andere politischen Bereiche. Infrastruktur hat einen höheren Koordinationsbedarf in der Gesellschaft, vielleicht auch eine andere Rolle des Staates, vor allem aber eine höhere Herausforderung von uns auch zusammenzuarbeiten und auch als Gesellschaft eben solche Fragen sich zu stellen. Will man jetzt Löcher in diesen Straßen zudecken, weil man denkt, irgendwann wird ein Dieb sich dort den Fuß verstauchen, oder füllt man die Löcher auf, um jetzt Volker Birk etwas banaler zusammenzufassen. Ich, 16, mit so langen Haaren, Corinna Eichenberger, SiK-Präsidentin, durchaus eine Vertreterin des Militärs. Das ist eigentlich der Anfang des Internets, oder? In den 60er, 70er Jahren. Hippietum und DARPA. Also Militärgeld, die aber offen sind und sagen, etwas bewegt sich. Und eine kulturelle Umgebung, die sagt, es kann nicht so weitergehen. Und daraus ist ja etwas entstanden, was uns heute noch prägt, was auch diese wirtschaftlichen Disruptionen prägt, diese kalifornische Ideologie, die sagt, Fortschritt der Freiheit durch Technik, Fortschritt der Technik durch Freiheit. Ich glaube, was wir heute erleben, ist, dass die kalifornische Ideologie auch Grenzen hat. Die Technologie der Hacker, ich meine jetzt White Hats, die Technologie der Hacker, die wird eben auch von Leuten genutzt, die keine Hackerethik haben. Die Selbstverantwortung, die wird zwar von denen gelebt, die das erfunden haben, weiter daran arbeiten, aber nicht von allen, die es nutzen. Das heißt, Technik allein ist nicht der Weg in die Freiheit. Dennoch denke ich, auch hier, wenn wir jetzt von Sicherheit, Verteidigung, Infrastrukturen reden, es gibt ganz viele technische Lösungen, die man machen könnte. Simple Beispiele. Also wenn ich jetzt denke, Let's Encrypt, die Initiative, dass man von meinem Browser zum Webserver irgendeines Anbieters die Daten verschlüsselt, nicht mehr unverschlüsselt macht und dass es nicht mehr Dutzende von Dollars kostet, das einzurichten. Jede Woche 100.000 neue solche Zertifikate ausgegeben. Das ist eine Technik, die nicht alle Probleme löst, aber die im Bereich Datenschutz, sichere Datenübertragung einen ganz neuen Level setzt. Also Technik kann ein Teil der Lösung sein. Aber ohne gesellschaftliche Lösungen gibt es keine Lösungen, die nachhaltig sind. Je mehr die technologische Vernetzung vorangeht, desto mehr müssen wir uns auch organisatorisch, gesellschaftlich unter den Menschen, unter den Unternehmen, unter den Staaten vernetzen, und es braucht das, ich glaube, das war das zentrale Wort in Herrn Kudelskis Intervention hier, als er gesagt hat, es braucht dann eben auch
Vertrauen. Und Vertrauen ist eine Basisinfrastruktur, um den Anfang aufzunehmen, jeder Gesellschaft. Und ich glaube, wir haben einen guten Anfang bei uns gemacht. Wir müssen an dem weiterarbeiten in diesem Bereich. Wenn es dem Staat als Mittler gelingt, dieses Vertrauen zwischen den Akteuren zu stärken. Und ich glaube aber auch daran, dass wir als Schweiz, gerade weil wir ein kleiner Staat sind und gerade weil wir, so hoffe ich, uns auf die defensiven Kapazitäten beschränken im Bereich Cyber, dass wir da eben auch das Vertrauen schaffen können durch internationale Diskussionen, die auch zu internationalen Regulierungen führen können. In dem Sinn, ich danke Ihnen allen, die an dieser Debatte aktiv dabei sind, und ich danke allen, die diese Debatte nicht nur dazu nützen, um die großen Ängste zu wecken, sondern auch gemeinsam Lösungen zu finden.